Ein Baum als Symbol gesellschaftlicher Verwurzelung. In über 400 Städten hat die muslimische Ahmadiyya-Gemeinde dieses Zeichen gesetzt. Nun ist Berlin an der Reihe, und zwar hier mitten im Zentrum der Politik zwischen Reichstag und Kanzleramt. Mit Versen aus dem Koran begann die Zeremonie. Verse, in denen der Baum mit festen und gesunden Wurzeln metaphorisch für gute Worte und Taten steht. So verstehen die Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde auch ihren Baum für Berlin. Hier wird ein Symbol für Verständigung, Respekt und friedliches Miteinander gepflanzt. Hand in Hand mit Bezirksbürgermeister Christian Hanke und Stadtrat Carsten Spalleck, um auch die gute Zusammenarbeit mit der lokalen Politik zu demonstrieren. So wird die Baumpflanzung auch als Ergänzung der Kampagne des Senats Stadtbäume für Berlin verstanden, die sich als Ziel gesetzt hat, bis Ende 2017 bis zu 10.000 zusätzliche Straßenbäume zu pflanzen. Die Ahmadiyya-Gemeinde hat in den vergangenen Jahren bundesweit in mehr als 400 Städten und Gemeinden Baumpflanzaktionen initiiert. Die 40.000 Mitglieder wollen damit zeigen, dass sie in Deutschland Wurzeln geschlagen haben und sich aktiv in der Gesellschaft einbringen möchten. Wir wollen nicht nur anwesend sein, sondern wir wollen mitarbeiten, mitwirken. Wir wollen Neues dazu tun. Und die Baumpflanzungen sind nur ein Bereich von den Veranstaltungen, die wir durchführen. Wir haben auch Wohltätigkeitsläufe, wir haben Blutspendeaktionen, wir laden in unsere Moscheen ein, wir reinigen in vielen, vielen Städten Deutschlands an Neujahr die Straßen. Alles das soll einfach ein Miteinander bewirken, einen Dialog, ein Kennenlernen, ein Austauschen und ein Mithelfen. Wie wird das aufgenommen in den jeweiligen Städten? Also ich muss sagen, zu 99,9% wird es positiv aufgenommen. Alle Behörden, alle Vertreter der Behörden sind begeistert. Wer will schon an Neujahr die Straßen reinigen? Das sind viele Städte in Zugzwang, und die Ahmadiyya-Gemeinde kommt ihnen gerade sozusagen recht. Baumpflanzungen genauso. Das ist eine Sache, die in vielen Kulturen, in vielen Religionen verwurzelt ist, dass man einen Baum als ein Zeichen für etwas pflanzt. Wohltätigkeitsläufe veranstalten wir in diesem Jahr über 50 Wohltätigkeitsläufe in ganz Deutschland. Und das Besondere ist, der Erlös des Charity Walks bleibt in dem Veranstaltungsort. Wir suchen mit den Bürgermeistern Einrichtungen aus, die vor Ort sind und die das Geld dann bekommen. Könnten Sie das auch so zusammenfassen, dass jetzt die Baumpflanzung hier in Berlin, in der Bundeshauptstadt, auch so eine Art Höhepunkt für Sie ist? Ja, als Höhepunkt würde ich sie nicht bezeichnen, aber ich würde sie als eine große Veranstaltung würde ich es auf jeden Fall bezeichnen. Höhepunkt wäre, wenn wir in ganz Deutschland Bäume gepflanzt hätten. Das ist unser Ziel, aber Berlin und besonders diese Örtlichkeiten, Reichstag, Bundeskanzleramt in der Nähe, das ist auf jeden Fall etwas Besonderes für uns. Und deswegen sind eben auch Vertreter aus Frankfurt hier, aus der Zentrale, um dieses Ereignis auch entsprechend zu würdigen. Nochmal zurück zur Arbeit Ihrer Gemeinde. Es gibt viele Flüchtlinge, die jetzt nach Deutschland kommen, auch hier nach Berlin. Was bietet Ihre Gemeinde an für diese Menschen? Also die Gemeinde ist sehr, sehr aktiv. Und wir kennen die Probleme, die Flüchtlinge haben, wenn sie in ein europäisches Land, in ein so hoch zivilisiertes, ein so hoch entwickeltes Land wie Deutschland kommen. Und wir bieten den Städten und Gemeinden, in denen wir ansässig sind, bieten wir dort unsere Hilfe an. Wir können zum Beispiel übersetzen, wir können Behördengänge organisieren, wir können Arztbesuche organisieren, wir können, so banal es auch klingen mag, wir können den Neuankömmlingen zeigen, wie hier Müll getrennt wird, wie man sich hier bewegt, wie man hier sich verhält. All das kann die Ahmadiyya-Gemeinde machen, und all das macht sie schon. In vielen, vielen Städten arbeiten wir mit den entsprechenden Behörden zusammen und bieten unsere Hilfe an. Das heißt, Sie sehen sich auch als aktiver Gestalter bei der Integrationsarbeit? Auf jeden Fall. Das ist unser Wunsch. Der Islam, dem wir angehören, der lehrt nämlich die
Hilfe für den Mitmenschen. Es gibt im Islam zwei große Ziele, die den Islam sozusagen ausmachen. Das eine ist, den Schöpfer anzubeten, und das zweite ist, dem Mitmenschen zu helfen. Und diese Flüchtlinge sind wirklich in einer Position, wo sie Hilfe benötigen. Der Staat tut vieles, aber es gibt auch eine zwischenmenschliche Hilfe, und da wollen wir aktiv sein. Said Arif ist Imam der Berliner Ahmadiyya-Gemeinde. Für ihn ist der Baum mitten im Regierungsviertel von zentraler Bedeutung. Also es ist symbolisch für uns einfach extrem wichtig. Es hat eine sehr starke Symbolkraft, besonders auch in diesem Zusammenhang, dass wir selbst ursprünglich nicht nur, aber auch eine Gemeinde sind, unter denen sehr viele Flüchtlinge da sind. Und auch hier heute einige da sind. Auch meine Eltern sind auch selbst Flüchtlinge gewesen und auch andere. Deshalb ist das ein Symbol der Beteiligung, dass man etwas der Gesellschaft zurückgibt. Und ein Baum, von dem kann man ja rundum profitieren. Und so wollen wir halt auch ein Zeichen setzen, dass auch durch unsere muslimische Gemeinschaft hier vor Ort die Gesellschaft, dass wir uns so beteiligen, dass die Gesellschaft von uns profitieren kann. Integration ist eine große Herausforderung für die Gesellschaft, gerade vor dem Hintergrund der vielen Flüchtlinge, die jetzt kommen. Sie haben das selber erlebt. Was glauben Sie, muss die deutsche Gesellschaft noch besser machen? Was muss geleistet werden, damit das in Zukunft funktioniert? Meine Denkweise ist einfach anders. Ich denke, es ist immer aus dieser Perspektive, was können wir tun, was können wir besser machen. Und ich denke, wenn beidseitig beide Parteien so denken würden, so würde das viel besser klappen. Und das ist unsererseits unsere Anstrengung, um da für eine bessere Integration und Beteiligung zu sorgen. Und generell ist es so, dass, ich meine, Deutschland verhält sich ja jetzt weltweit eigentlich vorbildhaft in dieser Situation. Und was sehr wichtig für uns ist, einfach die Sprache, die Vermittlung der Sprache, dass das so schnell wie möglich geschieht, damit man sich leichter an der Gesellschaft beteiligen kann. Und dafür gibt es viele Angebote, aber viele Flüchtlinge muss man sich wirklich bei der Hand nehmen und sie zu diesen Angeboten führen, weil unter anderem traumatisiert sind oder nicht motiviert sind oder völlig aus ihrem sozialen Umfeld rausgerissen wurden. Und da muss man wirklich die Flüchtlinge bei der Hand nehmen, wortwörtlich, und dann zu diesen Angeboten führen. Ich denke, das ist der Schritt, der jetzt wirklich notwendig ist, weil Angebote sind da. Aber halt diese Menschlichkeit, diese menschliche Motivation, die brauchen wir. Was glauben Sie, was die muslimische Community auch noch tun kann, um diese Ängste und Vorurteile, die es in der deutschen Gesellschaft gibt, wegzuwischen? Immer mehr Gespräche, mehr Debattenkultur. So weit wie möglich miteinander ins Gespräch kommen, so viel wie möglich. Und ich denke, das ist die beste Vorgehensweise. Und auch einfach vorbildliches Verhalten. Und wenn dieses Verhalten halt auf Dauer da ist, dann, wenn jeder davon profitieren kann. Und dann, ich denke, dann bauen sich Vorurteile automatisch ab. Halten Sie es auch für sinnvoll, dass das mehr intensiviert wird, was ja auch in der Politik eigentlich geplant ist, Imame hier in Deutschland auszubilden, in deutschen Hochschulen auszubilden? Ich denke, dass ich kann für unsere Gemeinde sprechen. Ich bin ja selbst Imam und islamischer Theologe. Und ich bin hier aufgewachsen, aber musste nach Toronto, um islamische Theologie zu studieren. Mittlerweile haben wir ein privates Institut unserer Gemeinde in der Nähe von Darmstadt. Und dort werden Imame ausgebildet. Und die ersten werden vor kurzem jetzt bald abschließen. Und für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, dass die Imame Deutsch sprechen. Damit einmal die Transparenz zur Gesellschaft da ist und auch überhaupt man kommunizieren kann. Daher ist es uns sehr, sehr wichtig. Ja. Die aktuellen Flüchtlingsströme auch nach Berlin stellen Herausforderungen für alle Beteiligten dar. Bislang sieht Mittes Bezirksbürgermeister die Zivilgesellschaft unserer Stadt da als vorbildlich. Doch die Politik ist auch gefordert, dass das so bleibt. Ich bin sehr glücklich, dass es in Berlin so viele Willkommensinitiativen gibt. Ohne die Zivilgesellschaft, ohne die Ehrenamtlichen wäre das in den letzten Wochen zusammengebrochen. Aber wir müssen jetzt natürlich Verwaltung und Stadt so aufbauen, dass wir eben auch die vielen Zehntausenden Flüchtlinge, die schon zu uns gekommen sind und die noch kommen werden, erstmal vernünftig unterbringen können. Und der zweite Schritt wird sein: Integration, Integration, Integration. Natürlich ist das eine historische Situation, was hier gerade in Deutschland passiert. Es wird Konflikte geben. Wir werden in den nächsten 5 Jahren viel investieren. Aber ich glaube, am Ende ist das nicht nur ein Konjunkturprogramm, sondern eine humanitäre Notwendigkeit und eine Frischzellenkur für unser Land.
Was glauben Sie, muss Politik da besonders leisten? Also es gilt ja nicht nur, Flüchtlinge zu integrieren, indem man Sprachkurse anbietet. Dabei kann es ja nicht bleiben. Man muss natürlich auch die Bürger mitnehmen, die jetzt noch mit Zweifeln und Skepsis dem gegenüberstehen. Ja, natürlich. Es gibt Bürgerinnen und Bürger, denen ist das unheimlich. Die haben Angst, dass unser Staat überfordert ist, dass sie vielleicht auch Nachteile haben. Und da muss man als Politiker auch argumentieren. Aber man darf nicht jammern und man darf jetzt nicht die Falschen zu Sündenböcken machen, schon gar nicht die Flüchtlinge, die hierher kommen aus äußerster Not, aus Kriegsgebieten, sondern wir müssen die Ärmel hochkrempeln und wir müssen diese Sachen in den Griff bekommen. Das heißt, nach vorne schauen, offensiv werden, nicht über irgendwelche Transitzonen erzählen, die nur ein Placebo-Effekt sind, weil die nie in Wirklichkeit funktionieren werden, sondern wir müssen Unterkünfte schaffen, wir müssen Wohnungsbau machen, wir müssen Schulen bauen, wir müssen Deutschkurse anbieten, wir müssen Ausbildung anbieten und gemeinsam mit der Wirtschaft daran arbeiten, dass der Fachkräftemangel, den wir ja haben, eben auch dadurch behoben werden kann, dass Flüchtlinge, Geflüchtete möglichst schnell in Arbeit kommen. Das sind große Aufgaben, aber die werden sich in 15 Jahren auch rentieren. Und dann wird auch dieser ganz besondere Berliner Stadtbaum vielleicht schon doppelt so groß sein. Für den nötigen Schutz und kompetente Pflege ist gesorgt. Ein Baum als Zeichen für Verständigung und Freundschaft. Ein Zeichen der Muslime, die Deutschland als ihre Heimat verstehen. Und vor dem Hintergrund der vielen Flüchtlinge, die in unser Land kommen, ein Zeichen für Hoffnung und Zuversicht, dass wir es gemeinsam schaffen können und dieser Baum wachsen wird, wenn wir ihn denn gemeinsam wässern.